Ja, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und heute auf dem Fass mal wieder ein Glenallachie. Und nicht irgendein Glenallachie, sondern der Glenallachie 15 Jahre. Der hat hier dieses schöne blaue Etikett. Wie ihr seht, relativ dunkel. Also was heißt relativ dunkel? Der ist schon ziemlich dunkel. Vorweg kann man schon sagen, sehr natürlich. Der ist ohne Kältefiltration und ohne Färbung. Das heißt, wir können die Farbe durchaus auch beurteilen. Wenn ihr den mal im Glas sehen wollt, der hat gut Farbe bekommen. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Glenallachie zu sagen? Er ist 15 Jahre, sagt der Name ja. Lag in Ex-Bourbon-Fässern und hat ein Finish sowohl in PX, also Pedro Ximénez-Fässern bekommen, als auch Oloroso-Sherry-Fässern. Das heißt, wir haben hier zwei Arten von Sherry als Finish mit drinne. Und ja, sehr naturbelassen, ohne Kältefiltration, ohne Farbstoff, wie gesagt, 46%, also eine sehr optimale Trinkstärke. Auch für Genießer, die es nicht ganz so hochprozentig mögen, aber trotzdem ein bisschen was an der Aromen mitkriegen wollen. Ich sage ja immer so, im Schnitt die optimale Trinkstärke ist so für mich 46 bis 48. Alles darüber hinaus, das kommt immer auf den Whisky drauf an. Manche gehen auch komplett ohne Wasser, super toll. Manche gehen mit einem Schluck Wasser besser. Manche sind einfach ohne Wasser gut und wenn du nachher was dazu tust, kommen trotzdem andere Aromen zur Geltung, macht auch Spaß, aber so. Wenn die so ein bisschen runter verdünnt sind, finde ich, 40, 43 ist immer noch so ein bisschen schwach. 46, 48 finde ich eigentlich immer so ein bisschen optimal. Ja, ansonsten, von Glenallachie gibt es ja zig Abfüllungen. Da kommt gefühlt irgendwie jeden Tag, ich will jetzt nicht ganz übertreiben, aber gefühlt ist es manchmal so, jeden Tag irgendwie eine neue Abfüllung oder eine neue komplette Serie mit verschiedenen Finishes irgendwie raus. Also die sind da immer sehr fleißig. Danach zu kommen ist manchmal immer, oder manchmal ist gut. Also ist einfach echt schwer. Ich mag diese Brennerei ziemlich gerne, die am Anfang meiner Whisky-Einsteigerzeit oder auch wo ich schon vielleicht mal ein bisschen fortgeschritten war, habe ich ihn noch so ein bisschen links liegen lassen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal einen auf einer Messe probiert, aber auch so nebenbei und war im ersten Moment auch gar nicht so begeistert. Habe mich später dann wieder mit dem beschäftigt. Ich glaube, das erste Mal wirklich erst wieder, als es eine Abfüllung speziell für die Facebook-Gruppe Hogshead rauskam. Da gab es einen Glenallachie, der war auch saudunkel, hatte irgendwie an die 60%. Sehr weihnachtliche Aromen irgendwie und da habe ich dann doch gedacht, muss man das ein oder andere Mal vielleicht doch probieren und habe mich dann durchgerungen, ein bisschen mehr mich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, jetzt komme ich gar nicht mehr hinterher. Da gibt es ganz viele tolle Abfüllungen. Es gibt Moscatel-Finish. Es gibt, jetzt ist glaube ich rausgekommen wieder, ich kann sie gar nicht aussprechen, irgendwie eine Serie mit drei verschiedenen Wein-Finishes, die dann irgendwie alle eher so ein bisschen in die Sommer-Whisky-Richtung wahrscheinlich gehen. Da habe ich mir jetzt tatsächlich von den dreien jetzt ein Sample geholt. Wird es vielleicht demnächst auch mal ein Video zu geben. Ansonsten den Zehner in Cask Strange, der dann immer wieder neu erscheint in neuen Batches und auch da die Farbe sehr unterschiedlich ausfällt. Also ich glaube, ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, wo ich zwei verglichen habe. Ich glaube, es war Batch 2 und Batch 4. Batch 2 war noch irgendwie so ein Goldton, Batch 4 war ähnlich dunkel wie der jetzt hier, wenn nicht sogar dunkler. Da kommen regelmäßig immer, es ist eigentlich derselbe Whisky, aber immer wieder komplett anders. Also sehr, sehr fleißig die Leute bei Glenallachie. Sehr spannende Distillerie, aber dahinterher zu kommen fällt manchmal schwer. Aber genug palabert, kommen wir jetzt zu dem Whisky. Wollen wir mal das Näschen reinhalten? Ja, da sind ein paar Aromen, die stark rausstechen. Auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ich habe
Karamell. Und da geht es echt eher so in so cremiges, sahniges Karamell, also vielleicht wirklich so in diese Sahne-Karamell-Bonbons-Richtung. Man hat in der Nase schon eine Schokolade. Und da natürlich eher so eine Zartbitterschokolade. Man hat auch eine Frucht. Also die Fruchtigkeit ist so ein bisschen, zum Teil ist es dann so was heller Fruchtiges noch, also so Orange würde ich sagen. Aber auch so dieses typisch Sherry, was ist denn los? Sherry-lastige Aroma, was so ein bisschen in die Rosinenrichtung gehen würde, würde ich sagen. Also tendiere ich eher zu Rosinen. Jetzt nicht irgendwie Beeren oder Pflaumen, das ist doch dann eher so ein bisschen das Rosinenaroma. Vielleicht auch noch Datteln. Eine ganz leichte Schärfe hat er in der Nase. Könnte so ein ganz bisschen Ingwer sein. Ja, wollen wir einfach mal probieren. Und auch da spiegelt der Geschmack sehr stark die Nase wieder. Ganz, ganz viel dunkle Schokolade. Ja, Karamellbonbons wieder, auch auf der Zunge. Auch hier so eine leichte Schärfe, also wirklich nur leicht. Eine ganz leichte Ingwer-Schärfe, würde ich sagen. Auch im Geschmack die Orange ein wenig, auch später im Abgang noch. Und auch da die Sherry, ja, heute habe ich es aber auch, ne? Sherry-lastigen Früchte sind dann auch da eher so bei Rosinen zu finden. Ansonsten im Abgang ein wenig Eiche, aber dominiert auch hier wieder die Süße im Abgang. Und auch da wieder die Karamellbonbons und die dunkle Schokolade. Aber vorwiegend, also am Anfang hat man noch so die Karamellbonbons, aber hinten raus, je länger der Abgang ist, desto mehr tendiert es zur dunkler Schokolade. Ja, wir probieren noch einmal, aber. Ein sehr, sehr schöner Whisky. Ja, also jetzt hat man ein bisschen mehr Eiche im Abgang. Tatsächlich. Starke Bitterkeit, aber ganz viel dunkle Schokolade im Abgang. Fast ausschließlich nur noch. Die Karamellbonbons nur noch im Geschmack. Im Abgang nur noch die Schokolade. Und auch jetzt im Abgang, dieser Ingwer, diese leichte Schärfe zeigt sich auch im Abgang. Hat sich auch im Geschmack vorhin gezeigt. Und der ist jetzt nicht überfruchtig. Man muss jetzt hier keine Fruchtbombe erwarten. Aber er hat so ein bisschen Orange und Rosinen halt, ne? Also für mich dominiert ganz klar diese süßen Aromen, die Karamellbonbons und die Schokolade, aber in allererster Linie die dunkle Schokolade. Also wer einen Whisky sucht, der stark nach dunkler Schokolade schmeckt, Zartbitterschokolade, der muss hier zugreifen. Sehr, sehr leckerer Whisky.
Passt auch, ja gut, jetzt haben wir Hochsommer. So ein Ding schenke ich mir auch im Sommer gerne ein, aber noch lieber, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, wo ich dann sehr stark zu sherry-lastigen Whiskys tendiere. Das ist ja perfekt für Weihnachten und solche Gelegenheiten, optimal. Ja, wie gesagt, wer flüssiges, zart-bitter Schokolade im Glas haben will, ist hier genau richtig. Ansonsten ein toller Sherry-gereifter Whisky, der so ein bisschen Würze mitbringt von den Oloroso-Fässern, aber hauptsächlich von der Süße der PX-Fässer, finde ich, profitiert. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe jetzt mir die aktuellen Preise gar nicht angeguckt. Ich glaube, er ist gar nicht so viel teurer geworden. Ich habe ihn, müsste ich jetzt überlegen, so zwischen 50 und 60 € kostet der, glaube ich. Bei der aktuellen Preisentwicklung weiß ich nicht, ob der nicht schon teurer geworden ist oder wie lange das noch so bleibt. Es ist ja momentan eher so, dass die Preise gut nach oben gehen bei bestimmten Abfüllungen. Bei Glenallachie finde ich, momentan geht es noch. Aber auch da kann sein, dass demnächst die Preise steigen. Das weiß man ja nicht, weil momentan alles irgendwie gerade durch die Decke geht. Für den Preis 50 bis 60 € muss ich sagen, Granatenwhisky. Auch sollte er etwas teurer werden, immer noch in Ordnung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht so komplex wie manch anderer Whisky, muss ich sagen. Wobei vielleicht das Video jetzt auch ein bisschen zu kurz ist, um sich jetzt zu ausführlich mit dem zu beschäftigen. Aber da sind ein paar richtig geile Aromen bei, die mir richtig Spaß machen, richtig süß. Gefällt mir persönlich immer sehr, sehr gut und totale Empfehlung. Ist jetzt kein Sherry, der richtig tief geht, der mega komplex wird am Ende des Tages. Aber die Aromen, die er mitbringt, die bringt er so richtig gut mit, auch mit den 46%. Da kriegt man einiges an Aromen mit, die er hat und die gefallen mir sehr gut. Also von mir klare Empfehlung. Wer Glenallachie sowieso noch nicht probiert hat, kann eigentlich auch, wenn er sagt, preislich ist das für ihn in Ordnung, auch gut mit ihm einsteigen. Finde ich, ist auch ein netter Einstieg, um die Distillerie kennenzulernen. Gibt auch andere, wo der Brennereicharakter vielleicht noch ein bisschen stärker hervorkommt, weil hier der schon sehr sherry-lastig dann doch ist und ein bisschen zugedeckt, der Brennereicharakter vielleicht. Aber am Ende des Tages ist das ein super geiler Einstieg, weil es ein richtig geiler, leckerer Malt ist und gerade so um die herbstliche, winterliche Zeit mir sehr, sehr zusagt und auch notfalls im Sommer bei 30 Grad auch noch Spaß macht. Wie jetzt bei diesem Video ein bisschen. Hier ist sehr, sehr warm gerade in der Bude. Also, wem es gefallen hat, haut rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt mal rein, was ihr so an Glenallachie alles probiert habt oder was ihr im Speziellen empfehlen könnt. Oder einfach auch, ist euch diese Vielzahl an Abfüllungen schon fast zu viel? Ist es eher überfordernd oder sagt ihr, ist es einfach nur grandios, wie viel eine einzelne Brennerei an verschiedenen Abfüllungen rausbringen kann und rausbringt? Und ja, geht ihr mit der Qualität konform? Findet ihr die Qualität gut oder sagt ihr, zu viele Whiskys, die alle nicht der Rede wert sind? Schreibt es in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten haut rein.